Und jetzt sehen wir ja auch, es funktioniert. Mein Name ist Elmar Zeitler, ich bin der Geschäftsführer von Krivan Testzentrum. Wir sind zusammengekommen, weil wir Leute gesucht haben, Personal, und wir den klassischen Weg, den wir bis jetzt gegangen sind, keinen Erfolg mehr hatten. Deswegen haben wir uns nach Krüger orientiert. Sie sind eigentlich auf uns zugekommen und den Weg gerne gegangen dann. Für uns war charmant mal der völlig neue Weg, tatsächlich das Online und auch Richtung Social Media und solche Dinge, gezielt auch junge Leute ansprechen, das war uns da auch wichtig. Und da haben wir bei dem klassischen Weg nicht so den Erfolg gesehen und auch den Hebel. Ja. Und man muss es schließlich auch einfach mal ausprobieren, auch das war ein Momentum dabei. Gut, wir waren ja am Anfang auch, skeptisch ist das falsche Wort, interessiert, was passiert jetzt eigentlich. Der Weg war neu, wir hatten keinerlei Erfahrung. Deswegen war das erste Gespräch, was wir dann hatten, sehr informativ und sehr gut. So und so wird es funktionieren, das sind die Ansätze, da muss man hinschauen. Das wird es kosten, das war auch ein wichtiger Punkt. Da haben sie uns, denke ich, gut informiert und auch gut mitgenommen. Als es dann gestartet ist, lief es aus unserer Sicht sehr gut los. Also über die Menge waren wir erstaunt. Das waren wir nicht gewohnt. Das war auch eine Herausforderung dann. Aber da waren sie immer dabei und haben geholfen und den und jenen Tipp gegeben. Also das hat sich sehr schnell eingespielt, dass es auch Routine wurde. Also inzwischen ist das völlig normal sozusagen. Die Bewerber waren für uns gut. Es waren viele und es waren auch einige dabei, die richtig gut waren. Wir hatten auch welche zum Probearbeiten da. Und auch da wird sich was weiterentwickeln, dass man entsprechend dann auch einstellt. Ja, das wäre es zusammenfassend zu sagen. Also wir hatten vor allem junge Bewerber, ich würde sagen so 5 bis 10 Jahre Berufserfahrung, maximal 10 Jahre, aber jung, auch oft nach der Ausbildung, frisch nach der Ausbildung, aber genau das, was wir da auch wollen. Gut, die Skepsis, wenn wir bei dem Wort bleiben wollen, haben sie uns genommen durch Offenheit und halt Antworten auf Fragen, auch wenn man gefragt hat, wie riskant ist es denn, was kommt denn raus? Wir setzen ja Geld und wollen Erfolg haben, wir wollen das Geld ja nicht in den Sand setzen, dass da vertrauensvolle Antworten kann, also wo wir dann Zutrauen entwickelt haben, ja, wir glauben der Firma Krüger, dass das so funktioniert, wir probieren es jetzt mal. Ne? Bei jedem Invest, und so sehe ich das, ist ja immer das Risiko, dass es auch in den Sand geht, aber man muss ja trotzdem anfangen, um festzustellen, es kann Erfolg haben oder nicht. Und das war, haben sie gut gemacht, um es ganz klar zu sagen, uns da abzuholen und Vertrauen aufzubauen, dass wir den Schritt dann auch gegangen sind. Und jetzt sehen wir ja auch, es funktioniert. Ne? Ich kann es empfehlen, jeden, der Personal braucht. Ich traue Ihnen zu, dass es auch die Sparte egal ist. Also wir brauchen technisches Personal, aber es geht sicher auch für anderes. Die Ansprache scheint mir da das Wichtigste zu sein. Das kann ich nur empfehlen. Ja.